und jetzt schauen wir doch nochmal, was Bounty uns so zeigen möchte. Bounty ist eine Australian Shepherd-Hündin, mittlerweile 13 Jahre alt. Und auch das Alter kann zumindest bei Hunden, die sich in der Obhut der Tierschutzvereine befinden, tatsächlich ein Handicap sein, und zwar für die Vermittlung. Leider wollen die wenigsten Leute einen alten Hund, obwohl alte Hunde so viele Vorteile haben. Gerade für Anfänger sind sie bestens geeignet. Und gerade Bounty zeigt uns, glaube ich, hier auch ganz deutlich, dass auch ein alter Hund durchaus noch Spaß an Unternehmungen und an Aufgaben haben kann. Zusätzlich zu ihrem Alter hat Bounty auch noch das Handicap, dass sie an einer Pfote mehrere Zehen amputiert werden mussten. Sie ist dadurch natürlich gehbehindert, sie humpelt, aber sie meistert ihren Alltag auch so ganz hervorragend. Wenn man Bounty heute sieht, kann man sich nicht vorstellen, dass sie ein ehemaliger Angsthund ist, und zwar einer von der ganz extremen Sorte. Sie hat bei ihren Vorbesitzern wenig kennengelernt, und das Wenige, was sie kennengelernt hat, war dann auch noch schlecht. Sie hat furchtbare Angst vor Menschen gehabt, Kinder waren ihr ein absoluter Graus, ebenso Wasser, Fotoapparate hasst sie heute noch und ist verschwunden, sobald sie einen erblickt. Und das, was wir hier heute mit ihr sehen, wäre noch vor 3 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen, weil Bounty zitternd hier in der hinterletzten Ecke gehockt hätte. Kann Bounty natürlich schon lange. Die Flüsse wie mit der Pfote oder mit der Nase zu berühren, ist eine ihrer leichtesten Übungen. Naja, also normalerweise ist das eine ihrer leichtesten Übungen. Schieben wir es auf die Wärme. Jawohl. Gerade bei Bounty sieht man immer ganz deutlich, wie viel Spaß sie an diesen kleinen Vorführungen hat und daran, ihr Können ein wenig zu präsentieren. Und ich glaube, sie zeigt, dass auch ein alter Hund mit 13 Jahren nicht zum alten Eisen gezählt werden muss und noch viel, viel Spaß haben kann. Sie lacht ja richtig. Okay, jetzt zeigt Bounty uns, dass man auch im Alter noch durchaus ein totaler Bällchen-Junkie sein kann. Es gibt für sie nichts Schöneres, als mit dem Ball zu spielen und ihn zu apportieren. Aber aufgrund ihrer Knochenproblematik darf sie das nicht allzu oft, denn diese plötzlichen Stopps sind nicht so wirklich gesund für das Knochengewölbe. Ja, guck mal unten durch, hier nackt. Danke, Andrea.